Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist Klein Sly und ist noch am Rätseln, was er machen muss. Du schaffst das schon. Danke. Kann ich hier hoch? Okay, ich konnte damit jetzt das Wasser wieder befüllen. Gehen wir Hotdogs vorbereiten. Oh Gott, ihr könnt jetzt nicht alle vom Essen reden, während ich streame, Leute. Das ist unfair. Das Wasser muss oben sein und ich muss tauchen und es ablassen. Ist das die Lösung? Das Seil da oben ist nur Finte. Sag ich doch. Sag ich doch. Ich mache mir in der Stunde Käsespitz. Ihr seid einfach. Ey, könnt ihr einfach mal. Ihr seid so gemein, Chat, ne? Klappt doch. Siehst du, ich bin nicht doof. Bin nur begriffsstutzig. Braucht manchmal ein bisschen länger. Bin besonders, hat meine Mama immer gesagt. So, und jetzt? Jetzt habe ich was zum Treiben. Einen großen Koffer. Und damit komme ich an die Kette. So. Nimm das Spiel. Ich habe dich durchschaut. Und da ist er oben. Oh, wir sind draußen. Ist das eine U-Bahn? Bahnhof, tatsächlich. Was ist mit den Menschen passiert? Und warum sind die alle komisch? Ja. Boah, Gentleman, musst du... Geht es um Essen? Ja, ich hatte einen Kaiserschnitzel mit Spätzle. Ich hatte Müsli. Es ist nicht so geil wie euer. Ihr seid so gemein, ey. Darf ich nicht ins Licht? Nö! Geil! Direkt im Nacken getasert und hochgezogen. Was ein Arsch. Sieht so ein bisschen an wie die Matrix. Guck mal, da werden die Menschen im Zug verladen. Ihr könnt mir doch erzählen, was ihr wollt. Irgendwas ist doch hier nicht richtig. Seht ihr es da? Menschen hinten, Zug, verladen. Oh Gott. Hi. Ich bin's, der freundliche Nachbar. Sag nicht, dass ich das dreimal machen muss. Nee, ich springe einfach! Huch! Wo war das nicht gedacht? Oh, schon wieder einen Nacken getasert. Stehe ich ja drauf. Ich glaube, dass die Menschheit von Goa'uld tatsächlich übernommen wurde. Ich finde diese These ziemlich passend von Breakup. Goa'ulds bevölkern einfach jetzt die Erde. So sieht's aus. Kribbelt ganz schön auf der Zunge. Das böse Wort, was du eben geschrieben hast. Ja. Ah, das kann ich mir vorstellen. So. Safety first. Ich würde jetzt ja mit meinem Dance Simulator. Tanzschulen-Simulator hier. Safety Dance tanzen, aber leider. Da ist der Safety Dance aus. Jetzt ist er aber tief genug, oder? Hi, Jungs.
Da guckt das die Tanzgruppe wieder. Oh nein, nein. Ihr seid doch einmal Arschlochlichter. Arschlochlichter. Ich bin für weniger Arschlocherlichter in der Welt. Für mehr Liebelichter. So. Hätte ich vielleicht weitergehen sollen? Niemand weiß es. Ich glaube nicht. Der Taser, der so schön hat gekribbelt in meinen Nacken. Aha! Ja. Oh. Na super. Wieso muss der kleine dicke Junge eigentlich wie ich immer hier über kleine Schmalbalken laufen? Kann mir das mal einer sagen? Den Sinn verstehe ich noch nicht ganz. Ich wollte an die Oberfläche. Jetzt bin ich schon wieder in der Kanalisation. Irgendwas ist doch hier falsch gelaufen. Oh, Metro. Geil, Metro 2033 läuft. So, kann ich jetzt hier... Ich will schaukeln, Mensch! Jetzt sei nicht so träge. Alter, Trägheit ist ja okay, ne? Aber. Und nach vorne, los nach vorne! Und. Okay. Okay, ist träge. Wenn man gerade gepupt hat, dann passt das Ambiente. Ich weiß einfach nicht, was mit dieser Welt los ist. Warum bin ich der einzig Normale? Oder bin ich die Anatomie? Anomalie, tschö. Anatomie. Ich bin die Anatomie. Okay. Natürlich sind da Hunde da hinten. Ich glaube, die snacken noch einen kleinen Jungen. Wie das aussieht, haben wir ja vorhin gerade gehabt. Bring mal ins Wasser. Ich hab Angst, dass da von unten einer kommt. Hier unten was? Ja, ja, ja. Bleib mal gerade stehen, um zu schauen, ob der Hund kommt. Wobei das auch nicht klug ist, ne? Ich glaube, der bleibt einfach stehen. What the fuck? Schön tun. Weißt du? Mal so richtig ein Abseil. Nein! Oh Gott! Nein, ich bin wieder nach Snack. Oh Gott! Die werden richtig satt an mir. Nimm die Leiste, Mensch! Nicht abknabbern, ne? Nom, 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 nom. Nein, nix nom, 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 nom. Ich bin äußerst unlecker. Ich bin voll nicht lecker. Nicht, dass wir da oben nicht durch die Lücke reinkommen. Hi! Voll lieb, die Hunde. Doch, du bist lecker. Nein. Voll nicht. Könnten ja jetzt einfach weiterlaufen und mir hier entgegenkommen. Ist das jetzt ein Hafen?
Boah, geil. Guck mal. Warum eine Treppe benutzen, wenn man einfach fallen kann? Physics. Ne? Langsam nähern, damit er auch weiß, dass er runtergehen soll. Die Hunde wollen Liebe. Streichel sie. Ja, ich weiß nicht. Wenn die da genauso ist wie der Hund, mach ich mir auch Sorgen. So. Oh, seit langem mal wieder ein vernünftiges Licht. Lecker, wenn er auf dem... das ist der Kampf. Nein, nein! Scheiße, jetzt werde ich ins katholische Heim gesteckt. Ich glaube, ich muss hier warten, bis der irgendwie hochgeklettert ist oder so. Ja, was muss ich machen? Ihr seid schwer beschäftigt, Jungs, ne? Ja, seid ihr. Sehr schön. Grand Theft U-Boot. In der Tat. Hey, Baby! Wuhu! Oh, wie geil! Guck mal, ich kann mich drehen im Sitz! Und dann machen wir runter, ne? Der Tartarus wartet auf uns! Ach, die Tür kann ich einfach aufdrücken. Na dann. Geh auch hier durch. Na, ist klar, eine Stahltür. Easy. Holzplanken. Niemals. Na, du kommst niemals durch Holzplanken. Ich kann boosten. Also erinnert mich an DxD. Boost. Okay. Wie tief komme ich und warum kann ich's? Schöne Stimme. Stimme. Also Musik und so, ne? Welche unten? Was ist das für eine Welt? Und warum ist die ganze Woche über alles vegetarisch? Ich glaube, ich habe ein Secret gefunden, Leute. Ich musste nur tief genug danach forschen. Ah! Bam, Baby. Einfach mal durch die Decke! Tief. Tief und feucht, ja. So ist die Gegend hier. Oh, ne? Was zum Geier ist das hier? Ich finde diese Kugel ja schon ziemlich cool, aber... Holz kann mich mal. Was ist das für eine Welt? Bam! Da haben die mir jetzt echt Stahlgitter vorgesetzt. Stahlbeton ist aber nicht nice. Ich reiß das sicherheitshalber ein, weil es dann nachher Wasser abgelassen werden muss oder so. Je tiefer der Ritz, umso mehr Wasser geht danach raus. Ah, wir gehen also sicher. Und du? Okay, ich kann mit meiner Kugel anscheinend hier hin. Irgendwas sagt mir, dass das nicht richtig war. Jetzt bin ich nass. Okay, ich kann da irgendwie rumlaufen.
das ist nicht der Fall. Muss also eine andere Lösung haben. Baby Gentleman, was ist die andere Lösung? Ah, okay. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, ich schwimme da durch. Ich verlasse den Laden hier und schwimme da per Hand durch. Das ist die letzte Lösung und wahrscheinlich ist es auch die richtige. Ja, denn ich, man mag es kaum glauben, bin schmal genug für das Loch. Okay. Surfing USA. Make a Dolphin, schon getan. Auch hier, also hier ist nicht das Problem, dass wir Plastik im Wasser haben. Leute, hier ist das Problem. Wir haben Papier im Wasser. Du passt in jedes Loch. Danke, Firehawk. Das aus deinem Munde bedeutet mir viel. ich will ja nicht meckern, ne? Aber. Ich glaube, ich ertrinke. Ich wäre da gerne in dieses Ding gegangen. Jetzt bin ich nass. Okay. Seil! Enttäuscht mich nicht. Aber wir können ja wieder schön mit dem Seil hin und her wabbeln. Das ist ein super Abdeckstopfen. Wow, Pupla. Sag mal, was ist denn los heute, Leute? Habt ihr irgendwie ein Salzfrühstück gehabt oder so? Okay, hier ist ein Loch, womit ich wieder ins Wasser kann. Also brauche ich jetzt wahrscheinlich mehr Wasser. Apropos mehr Wasser. Ist das ein Fenster mit Wasser? Ein roter Knopf. Ich fürchte, ich habe ihn ausgebremst. Mit meinem Körper. Kann ich das hier? Nee, kann ich nicht. Okay. War, kann man einmal machen, ja. Aber klug ist es nicht. Okay, er wird gebremst. Er wird gebremst. Lauf! Jetzt ist der Eingang ja zumindest auf. Vielleicht muss ich da oben durch. Also schlechte Bremswirkung. Also der Kleine, ne, der hat schon eine scheiß Bremswirkung. Der könnte ja mal mehr aufhalten. Könnte, ja. Könnte. Der wird noch groß, Mensch. Gucken wir an. Der noch unterernährt. Noch im Wachstum. Der Junge wird noch. Der Junge wird noch. Blumen? Ernsthaft? Wer pflanzt denn auf einer schrägen Fläche? Jetzt mal ernsthaft. Jeder Autist würde sich im Grabe umdrehen. Ist das ein Generator? Oder ist das hier so ein Nupsi-Teil? Was habe ich getan? Mein Gott, das Nupsi-Teil kann abheben. Erstmal checken wir die Seitenlage. Das da oben sieht aus wie eine Laserlaterne, wollte ich schon sagen. Wie so eine Videoantenne. Videoantenne, oh, wie eine Videokamera. Was ist denn los, Hirn? Wo sind denn deine Funktionen? Okay. Wir nehmen den Sputnik Express hier. Den Auftrieb müssen wir erwischen. Ah! Ja, es war ein langes Wochenende und es gab vielleicht unter Umständen auch bewusstseinserweiternde Kaltgetränke. Könnte der Fall sein. Ne? Vielleicht. Ein bisschen.
Yay, yeah, und wieder eine Schnur zum Dranhalten. Kann ich. Wuhu. Und öppa. Geil, und ich falle wieder hin. Roten Knopf, keine Ahnung, was er macht. Oh, kommt da Wasser? Ah, nee, das ist das. Das ist das Tor. Ah. Okay. What the... Jetzt mal ernsthaft. Was war das gerade? Komme ich einfach hier rüber? Nee. Okay. Okay, das geht. Wo war dieses schwarze Ding da, was ich anfahren will? Ja, ihr kennt das Spiel hier, ne? Und bist du nicht willig, so klopf ich zärtlich an. Hi, ich bin Slü. Hier unten nochmal irgendwas Besonderes? Ah, hier ein rotes Kabel. Ist ja ein Kabel. So, ist hier ein Kabel. Da ist bestimmt wieder eine Disco-Kugel drin, ne? Hier ist jetzt wieder. Okay, jetzt können wir raus. Ich habe wieder einen Dance-Trupp. Naja, vielleicht auch nur einen. Yeah! Okay, ich habe nur einen. Was ein bisschen schade ist. Okay, das funktioniert. Aber ich muss da irgendwie drauf. Oder muss er da irgendwie drauf? Ich glaube, er muss da irgendwie drauf, ne? Was ist denn, wenn ich da jetzt reingehe? Geht das? Ja, klar geht das. No, no, no. Stell dich so an, das geht. Zack, habe ich ihn eingelocht. So einfach war das, Leute. Wenn das doch mal immer so leicht wäre, ne? So, jetzt habe ich den eingelocht. Easy. Und Disco-Kugel ziehen. Freunde. Freunde in tiefen Stellen habe ich gerade freigeschaltet, als er schlief, man. Ja, da hatte der deutsche Übersetzer aber auch Spaß. Friend in deepest places. Hm. Ja, okay, ne? Haben wir Nupsi-Kabel gefunden, weiter geht's. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, wofür die sind. Also ich gebe zu, dieser U-Boot-Kram ist schon irgendwie ganz geil, ne? Den haben sie wirklich gut hingekriegt. Und die Vorstellung, dass in irgendwelchen Leuten Würmern stecken, ist noch ein bisschen... Bah. Okay, hier ist immer noch mysteriöses... Hi! Klopf mal wieder zärtlich an. So wie ich es immer mache. Okay, Knopf drücken kann ich nicht. Frage, muss ich dich irgendwo abstellen? Kann ich dich irgendwo abstellen? Muss ich dich jetzt hier auch?
Okay. Ich hab da so eine Befürchtung, dass ich jetzt mein Spielzeug verlieren werde. Und ich werde es bewusst in der Mitte absetzen. Weil ich nicht weiß, ob ich es wiederbekomme oder nicht oder noch brauche. Weil vielleicht kann ich es ja nachher hinschubsen. Na, 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 komm. Okay, ist von alleine irgendwann. Umso besser. Ich würde ja gerne. Also, ich will es einfach wissen. Kann ich mit dem Ding rausspringen? Also aufs Trockene? Also, wenn es da trocken gewesen wäre, wären wir drüben, ja. Sehr nice. Hi. Ich mag dieses zärtliche Anklopfen. Du musst ein Mädchen sein. Oder ein ziemlich krasser Metaller. Ha! So, wer ist jetzt creepy von uns beiden? Bäm, platt gemacht. Oh, platt gemacht. Ich muss vorher ausweichen und sie nicht jagen. Sagt mir das doch mal einer. Er funktioniert in meiner Welt irgendwie anders. Ach, du hast Angst vorm Licht. Oh mein Gott, sie hat mich schon wieder. Ich scheine furchtbar köstlich zu sein. Hab ich mir fast gedacht. So. Oh, ich glaube, meine Mupfel ist kaputt. Na doch noch nicht. Und nochmal ein richtig hochdrücken. Voll. Easy. Ne? Wer hat's drauf? Wer hat's drauf? Genau. Das geile U-Boot-Ding. Ist hier auch irgendwas oder gehe ich einfach nur so retarded nach hinten und dann ist nichts? Können wir doch nicht die Möglichkeit geben, nach links zu gehen und da nichts hinzumachen, Leute? Irgendwie ist das unlogisch. Okay, ich weiß, die Folge ist vorbei. Wird da jetzt aber trotzdem gern rein. Wir finden's raus in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.